Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge All the Mods 6 to the Sky. Und in der heutigen Folge möchte ich euch als erstes mal zeigen, was wir im Stream gemacht haben, und zwar diesen Flux Aggregator. Gut, das war's soweit mit der heutigen. Ne, Spaß. Ne, also wir haben Flux Aggregator gemacht. Den braucht man für den Circuit Etcher von Lazy AE2 und dafür braucht man Speculative Cores und Parallel Prozessors und. Es ist schön billig, Kappa. Aber wir können damit richtig nice Circuits automatisieren. Das zeige ich euch gleich auch nochmal. Wir haben Endcake. Wir haben aber auch schon einen Dingens hier im End. Also wir können hier jederzeit ins End. Wir haben den Drachen weggeklatscht. Das hat Joe sicher aufgenommen und wird auf seinem Kanal mit höchster Wahrscheinlichkeit kommen. Wir haben hier dieses Ding weggemacht. Wie hieß das nochmal? Ach ja. Refined Storage. Ich sag ja. Ding. Und. Oh. Und das hier kann jetzt auch alles weg. Fällt mir gerade auf. So. Okay. Ah ja, hier ist die Universal Press drin. Die werden wir wahrscheinlich nochmal brauchen. Ah, ich packe erstmal alles so, wie es jetzt ist, in unser ME-System. Tatsächlich. Keine S-System mehr. Was wunderbar ist. So. Falls ihr euch denkt, warum ist die Stimme so ein bisschen komisch, ich bin so ein kleines bisschen erkältet. Es ist tatsächlich eine klassische Erkältung, woher auch immer, mitten im Sommer, aber man weiß es nicht. Deshalb klinge ich vielleicht noch ein bisschen komisch, aber ich hoffe mal, ihr werdet es überleben. So, dann brauchen wir einen Key. Denn die Drawer werden jetzt wieder freigegeben. Ich glaube, da war eh nichts drin. Ne, genau. Das sind jetzt wieder normale Drawer, genau. Das da weg, das da weg, das da weg. So, rein da. Und das hier kann auch alles weg. Das kann ich wahrscheinlich auch so abbauen. Naja. Okay. Und schon haben wir ordentlich aufgeräumt. Sehr, sehr schön. So, warum habe ich das alles abgerissen? Ich kann Prozessoren, wenn ich die brauche, 100 Stück, jetzt einfach herstellen. Und jetzt zeige ich euch mal, wie das funktioniert. Dafür gehen wir rüber zur ME-Zentrale. Und dann gehen wir hier runter in den Keller. Und, ah ja, genau, hier oben ist unser erstes Drive mit 64K-Cells. Hier sind ja noch die 1K. Aber die haben wir auch automatisiert. Das heißt, wir werden jetzt dann hier einiges mit 64K zuballern. Und hier hinten sind die Circuit Etcher. Da will ich so eine ganze Säule machen. Die belegen auch die restlichen Kanäle hier. Und hier seht ihr, die werden aus Ingots, Dust und Silicon einfach, ja, geätcht. Mit 8 Speed Upgrades. Normalerweise ist das so langsam. Und keine Presses oder sonst irgendwas mehr. Nur für die Herstellung von so einem Circuit Etcher. Das ist halt das Nervige. Braucht man eine Universal Press. Die braucht alle Pressen, Fluix, Plated Iron, Ingots. Das dann mit Carbonic Flux und so weiter oder hier im Circuit Etcher mit Carbonic Flux und Skystone gemacht werden muss. Eine Singularity wahrscheinlich. Fluix Logic Units mit Fluix Steel und hier der 3-Inscriber und noch mehr Fluix Steel und diese Speculative Dinger da. Also richtig nervig, aber dafür halt ziemlich mächtig.
So, und da machen wir mal 4 Stück pro Interface. Und das sorgt dann dafür, dass bis zu 4 gleichzeitig arbeiten können. Was man mal probieren könnte. Also ich habe ja gerade 100 Stück bestellt und dann hat er 64 da rein und den Rest da rein. Wenn ich den Blocking Mode anmache, das wäre jetzt interessant, dürfte er immer nur die Materialien für ein Ding da reinpacken. Nee, macht er aber trotzdem nicht. Das ist ihm einfach völlig egal. Das habe ich befürchtet. Ja gut, dann ist egal. Wir müssen einfach in größeren Mengen bestellen. Mal gucken, wie das dann aussieht, wenn ich das auf verschiedene Interfaces mit jeweils den gleichen Pattern verteile. Weil die sollen ja alle parallel laufen. Das ist zumindest erstmal der Plan. So. Genau, da habt ihr das gesehen. Und für die Automatisierung aller anderen Dinge haben wir hier schon mal eine kleine Insel vorgefertigt. Und hier, das soll die Automatisierungsinsel werden. Hier werden dann Öfen und Mechanismenzeug und was man halt alles so braucht, abseits von Applied Energistics Sachen automatisiert. So. Dafür brauchen wir unter anderem wieder Alabaster. Ist das Black Alabaster einfach hier? Ja. So, Black Alabaster. Schauen wir mal. Black Alabaster. Wie wird das hergestellt? Das wird hergestellt, indem man normalen White Alabaster herstellt. Okay, pass auf. Black Alabaster. Boom. Falsch. Dachte ich mir. Wobei, eigentlich ist egal. Ah, nee, Crafting Pattern. So, wir machen einfach Item Substitutions an. Dann kann er auch alle Farben einfach umcraften. Das passt dann schon. Was wir aber auf jeden Fall auch brauchen, ist White Alabaster. Hallo? Würdest du wohl? Ach, weil ich noch in meinem E-System drin bin. So, White Alabaster und das wird so hergestellt. So, dann gehen wir hier rein. Hier haben wir unseren Molecular Assembler und dann nehmen wir einfach mal die beiden freien hier, oder? Nehmen wir einfach die beiden freien. Ja, wir können das ja immer noch ummachen, wenn es geht. Ah ja, genau, wir haben hier auch die 16 M's gemacht. Oder vorbereitet. Nur das Problem ist, dass eine einzige 16M halt um die 10.000 Pyocertos-Quarz und so braucht. Und dafür brauchen wir halt auch unsere Automatisierungsinsel. Hier auch 1.200, also insgesamt über 2.000 Logikprozessoren und so weiter. Ziemlich crank. So. Wenn ich jetzt sage, ich hätte gern 2.000 Stück, dann beschwert er sich, dass er kein Black Dye hat. Okay. Black Dye bekommen wir hin, indem ich dem im E-System sage, na komm, wir können mal alle Farben einspeichern. Pattern. Wobei, eigentlich ist es so ganz gut, ne? Ein Pattern, das Pattern herstellt. Wobei, ich glaube, ausgerechnet das Glas brauchen wir dafür. Das haben wir so. So, wenn ich jetzt sage, ich hätte gerne 100 Pattern. Jawohl. Sehr schön. Ach, Autocrafting. So, und jetzt wieder Die. Und jetzt gehen wir hier einfach der Reihe nach durch. Und speichern mal die ganzen Farben ein.
werden die so oder so brauchen. Irgendwann. Von dem her passt das schon. Pink Dye. Gray Dye. Light Gray Dye. Es gibt viele Farben. Cyan. Purple. Blue. Brown. Green. Red. Und Black. So, und dann gehen wir hier einfach der Reihe nach durch und packen die einfach hier ganz am Rand rein. Und dann haben wir ganz chillig alle Farben, die es gibt, automatisiert. So, und wenn ich jetzt nochmal Alabaster 1000 Stück gerne hätte. Okay, dann sagt er mir, das geht nicht, weil er doch schwarzen Alabaster will, aus irgendeinem Grund. Ist der scheinbar ein bisschen unfähig und checkt das mit Substitutions hier nicht. Gut. So. Tausend. Ah. Sehr schön. So. Dann können wir mal rübergehen zu unserer Automatisierungsinsel. Die auch wieder, wie man vielleicht gesehen hat, von einer Megatorch, die hat Joe gecraftet, danke dafür, hier hell gehalten wird. Und ich würde mal sagen, eine Vierer Höhe ist eigentlich ganz, ganz gut. Damit kann man, glaube ich, ganz gut arbeiten, mit einer Viererhöhe. So. Wir müssen hier nur wirklich aufpassen, weil ich kann mir vorstellen, dass es problematisch mit den Channeln wird. Weil wir haben ja streng genommen nur 32 Channel pro Insel. Und da sehe ich tatsächlich jetzt die ersten Probleme auf uns zukommen. Weil das wird wirklich kritisch. Der kann eigentlich weg, ne? Der Bilder. Hoffe ich. So, das da bleibt er erstmal. So, wir brauchen noch ein Builder's Wand. Und halt eine Quantum Bridge. Ist wahrscheinlich am besten, wenn wir uns das als erstes bauen. Quantum Bridge. Ja, haben wir sogar noch. Guck an. 8. 8, das da. Dann Singularity. Dann Ender Dust. Mir wurde gesagt, es geht mit dem Ender Dust. Ich habe es nur falsch gemacht. Wir testen das jetzt nochmal. Also die waren wohl zu weit auseinander oder so. Glaube ich zwar nicht, aber um das jetzt nochmal endgültig zu klären, testen wir das. Nö, es funktioniert halt nicht. Ach Leute, hört bitte auf, Trash in die Kommentare zu schreiben. Das wäre schön. So, wo ist unsere Kurbel? Da.
Ja, und wir brauchen nochmal ein neues TNT. So, und für die, die geschrieben haben, das liegt daran, dass ich in einem geclaimten Chunk das gemacht habe. Machen wir es an der gleichen Stelle nochmal, nur mit dem anderen. Und es geht. So. Dann brauchen wir noch... Ich benutze mal die Dinger da. Ich weiß natürlich, dass der Quantumring jetzt von der anderen Seite mit Energie versorgt wird. Zumindest wurde das früher. Ich weiß nicht, ob es immer noch so ist. Energy Cell. Es wäre wahrscheinlich auch klug, eine Energy Cell hinzumachen. So als Backup. Ich mache die einfach mal hier unten. Ja, genau, die lädt sich jetzt auf. Nur wenn halt mal das System zusammenbricht, dann muss man es halt restarten. Das kann mit dieser Energy Cell reichen, muss es aber nicht. No. Gut, dann brauchen wir noch Smart Cable und vor allem ein Crafting Terminal. So. Tester, Terminal, Crafting Terminal, boom, boom. Und ich mach mal noch einen Waystone, damit wir schneller da hinkommen. Waystone. So. Dann erstmal zur ME-Zentrale. Dann geht's hier hoch. Und das nennen wir einfach Crafting Insel Temp. Weil es ist halt temporär. Wie eigentlich alle anderen auch, aber egal. ME Quantum Link Chamber. So. Würde ich das jetzt erstmal machen. Und dann mal provisorisch hier das da dran klemmen. Hier so ein Ding rein. ME-Zentrale. So, der erste ist ja, glaube ich, schon belegt. Ne? Genau, dann nehmen wir jetzt einfach den zweiten. Legen da unsere Quantum and Angle Singularity rein. Gehen dann wieder zur Crafting-Insel. Machen hier ein Kabel und ein Crafting Terminal dran. Und rein theoretisch sollte sich das jeden Moment stabilisieren. Okay, also der Quantum Ring hat Energie, sehe ich. Und wir haben Systemzugriff. Alles anschauen, Number of Items sortieren. Perfekt. Damit haben wir das und jetzt können wir einfach hierher gehen und sagen, ja, ich hätte ganz gerne bitte einen Wand, einen Builder's Wand. Kann ich einen Infinity Wand machen? Nee, okay. Egal. So. Wie wir die Insel von außen dann gestalten, weiß ich noch nicht. Also diese Halbkuppel ist natürlich wieder nur ein, man kennt es, Provisorium und holy shit, wir brauchen... sehr viel mehr als erwartet. Okay. Alabaster. Ich bestelle mal noch so 3000 und wir haben keinen Stein. Okay. Ja, das ist genau der Grund, warum wir diese Insel brauchen. Das ist genau der Grund. Deshalb schauen wir mal, dass wir vielleicht erstmal den Mittelbereich hinkriegen. So. Was ich jetzt hier machen möchte, ist ein Dense Cable und zwar
machen wir das einfach mal Zürn. Und zwar soll das hier quasi so die Lebensader sein. So, aufgrund der Tatsache, dass wir hier natürlich, wie gesagt, nur 32 Kanäle pro Insel haben, sollten wir auch schauen, dass wir pro Automatisierung nicht mehr als einen Channel brauchen. Ich meine, man kann später sicher noch tricksen mit mehreren Quantumringen. Aber aktuell möchte ich das nicht. Und Peer-to-Peer geht nicht, weil wir ja den Weg zu den Quantentunneln schon getunnelt haben und man keine Tunnel tunneln kann. So. Furnace. Und da hätte ich jetzt ganz gerne einen Unobtainium-Furnace natürlich. Der aber einen Vibranium-Furnace braucht. Der einen Olimodium-Furnace braucht. Ah, und den Netherite haben wir schon. Okay, pass auf. Dann... Doch nicht. Das ist doch ein Netherite Furnace. Was willst du von mir? Olimodium Furnace. Netherite Furnace. Hier. Boom. Dann Vibranium Furnace. Boom. Dann Unobtainium Furnace. Boom. Dann Interface. Boom. Und dann wäre das... Ja, der Ofen ergibt halt eher Sinn hier hinten irgendwo, wo er so alleine für sich stehen kann, ne? So. Dann brauchen wir normales Smart Cable in Zürn. Smart Cable. Okay, Smart Cable, 100. Bitte. Okay, das muss auch noch schneller gehen. So, 24. So, und dann könnten dann jede auf jeder Seite 8 gehen. Das wird wirklich abenteuerlich hier mit so viel Channels einsparen. Aber auch irgendwie eine Challenge, ne? Ich meine, zur Not bauen wir es ein bisschen um. Also wir können natürlich im Worst Case auch Peer-to-Peer-Tunnel nehmen, indem wir die ganze Konstruktion umbauen oder wie gesagt pro Etage eine Quantum Bridge oder sowas nehmen. Ich will es aktuell nur noch nicht machen. Weil ich mal gucken will, wie weit kommen wir mit 32 Kanälen. So. Ein Kanal. Der Ofen. So, und jetzt habt ihr mir gesagt, ist die sinnvollste Möglichkeit. Da muss jetzt auch noch Furnace. Die sinnvollste Möglichkeit. Nee. Add Iron Furnaces. Settings Linker, Rainbow Furnace. Okay, auch wild. Der ist wahrscheinlich auch ziemlich mächtig. Ist ein... Upgrade, Fuel Efficiency. Nee. Okay, also von Iron Furnace, das ist das Strom-Upgrade schon mal nicht. Okay.
Orthodimensional Hyperfurnace. Was zum Teufel? Wait, das will ich kurz testen. Das kostet ja quasi nichts. Furnace. Wir haben eh genug. Lol. Was? 9x9 Furnace einfach. Und das ist jetzt ein Jumbo Furnace als Block oder wie? Oh lol. Oh. Never mind. Okay, verstehe. Dann schmelze ich die nochmal ein. Smaller on the outside. Aber nur kurz. Und jetzt schmelze ich den nochmal ein. Mit einer Enderperle, ne? War das falsch? Ach, 8 Jumbo Furnaces. Holy moly. Okay, wir lassen das einfach mal durchbraten. Ich meine, ist ja nur ein Fun-Projekt hier nebenbei. Solange das durchbrät, suche ich mir eine richtige Lösung. Coil oder so vielleicht? Supercharged Coil. Sag mal. Coil. Basic Coil. Ultimate Core. Demagnetization. Electromagnetic. Also ich glaube, ich weiß, welches Item ihr meint. Ich glaube nur, ich finde es gerade nicht. Vielleicht Heat, Heater, Heating Element oder sowas, maybe. Heat Sink, Heat Generator. Gut, ich weiß natürlich nicht. Ja gut, maybe funktioniert das. Wireless Heat Receiver. Von Iron Furnaces. Has jet to be bound to an energy source. Place in the fuel slot of the furnace. Only works from iron tier and above. Wireless heat transmitter. Link to wireless heat receiver. Provide this block with forge energy and it will power all wireless heat receivers. Oh, lol. Okay, das ist das. Die Konstruktion hier soll es dann sein. Wir brauchen mehr Furnaces. Das reicht nicht. So, gut, dass ich mal so viele Furnaces aus Versehen gemacht habe. So. Jetzt bekommt der Kollege diesen Wireless Heat Receiver. Nee, ich muss den erst irgendwie linken. Ich stelle den mal hier hinter, der muss ja gar nicht so weit weg sein. Bound, okay. Und jetzt mache ich hier einen Point dran. Und das ist jetzt der Unobtainium Furnace. Ich nenne es einfach Furnace.
Ich meine, welche soll das sonst sein? 800.000. Okay. Es scheint erstmal zu funktionieren. Ich brauche mal kurz ein bisschen Kobbel. Kobbel. Okay, es braucht offenbar unfassbar wenig. Nice. Es fühlt sich irgendwie falsch an. So overpowered, aber offenbar ist das richtig GG. Okay. Auto-Output. Top ist Input-Output. Alle anderen deaktiviert. Redstone ignored. Kann ich hier noch irgendwie mit einer Wrench jetzt wie früher? Da freue ich mich, wenn ich eine Jeta-Wrench benutzt, aber die gibt es ja hier nicht, ne? Hier mal so eine Xerdos-Quarz-Wrench. Kann ich damit jetzt noch so eine... Ja, kann ich noch, okay. Wenigstens das geht noch. Okay. Dann sage ich, er soll das hier reinpushen. Und er pusht das automatisch wieder nach oben. Okay. Das bedeutet im Umkehrschluss... Gut, ich meine, hier sind über 1000 Stone drin, aber ist erstmal egal. Wir machen jetzt noch ein Pattern. Schon 32 Minuten, das war noch kurz fertig. Processing Pattern. Stone. 64. Cobblestone. 64, also unter 64 pro Operation arbeiten wir hier gar nicht. Sonst ist es nicht effizient. Okay, der ist fertig. Und dann geben wir ihm das da. Und jetzt können wir theoretisch hergehen und sagen, ich hätte gerne Cleanstone. 100 Stück. Okay. Cleanstone. 50 Stück. Dann sagt er, er macht mindestens einen Stack. Und es ist schon fertig, wenn ich das richtig sehe. Es ist nicht mehr hier drin und nicht mehr hier drin. Lol. Okay, das ist schnell. So, und jetzt noch. Auto-Dimensional Hyper-Furnace. Put this in a Jumbo-Furnace Upgrade Slot to melt more things to sustain. Achso, das ist ein Upgrade-Ding. Kann ich das nicht hier hinstellen? Okay. Ist das der Upgrade Slot? Ja. Und jetzt könnte ich wahrscheinlich... das hier simultan schmelzen, vermute ich jetzt mal. Schauen wir mal. Wait. Einfach nur zwei gleichzeitig? Ich will dir nichts sagen, ne? Aber der Ofen ist echt low. Aber immerhin haben wir es einmal gemacht. Best Melting Age Jumbo Furnace and the Ender Pearl. Also mit jedem von diesen Furnaces, ich meine, es ist jetzt nicht teuer, ne? Aber kann man quasi die Output Rate erhöhen. Das ist ganz witzig, aber ich glaube nicht, dass wir der Gerät benutzen werden.
aber war witzig. Gut, damit würde ich auch sagen, sind wir soweit durch für die heutige Folge. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht es gut, bis dann und tschüss.